Du hast keinen schwarzen Pulli und alle. Scheiße, hab ich vergessen. Atom. Moin Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ne, wir gehen jetzt mal direkt ins Büro, Leute, weil da geht nämlich die Action eigentlich ab. Und zwar bin ich schon mitten in der Arbeit, aber ich habe irgendwie verpeilt, ein Intro zu drehen. Deswegen sehe ich jetzt ein Intro. Puh. Ja, neues Video. Es geht um ein Behind the Scenes zu einem neuen Video, beziehungsweise zu einem neuen Kurzfilm, den ich gedreht habe mit David, mit dem David Bost. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Dieses Video ist im Prinzip das Behind the Scenes Video zu allem, was ich für dieses Projekt gemacht habe. Das heißt, von Drehbuch schreiben und Idee finden bis hin zum Dreh, bis hin zur Post-Production habe ich immer überall so ein bisschen die Kamera mitgenommen, um euch mal so ein bisschen die Kulisse dahinter, sagt man das so, keine Ahnung, zu zeigen. Genau, und ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Falls es euch gefällt, lasst doch einen Daumen da, schreibt in die Kommentare, was ich vielleicht besser machen könnte oder ob es schon echt geil ist, so wie es ist. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar zu dem richtigen Film dalassen. Ich würde sagen, ich hatte eine Menge Spaß beim Dreh, eine Menge Spaß beim Editen auch und ja, let's go! So Freunde, was geht ab? Heute ist der Drehtag, heute Abend fängt der erste Drehtag an und das erste, was ich mache ist Akku aufladen, Akku aufladen, Akku aufladen, alle SD-Karten checken und leeren und alle Requisiten besorgen, die ich zu Hause habe und dann gehe ich nochmal den Plan durch. Hier seht ihr schon mal meine kleine SD-Kartenarbeit, die sind schon leer, die müssen noch gemacht werden und ich bin gerade dabei, die zu formatieren. So Leute, das meiste habe ich jetzt eingepackt. Ich zeige euch eben, was ich alles eingepackt habe. Hier sind Objektive drin, ein paar Panzertape, niemals Panzertape vergessen. Hier sind Mikrofone drin und Lavaliers. 1, 2, 3 Kameras, SD-Karten. Hier sind noch so Säuberungssachen für Sensoren, ND-Filter, generell Filter, 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 Filter. Ersatzakkus, Ersatzakkus, Ersatzakkus und auch hier so Reinigungszeug. Licht, Licht, Reflektor, Gimbal, Stative, Stative, Licht, Licht. Und dann würde ich sagen, fehlt nicht mehr so viel. Danach, also das war es jetzt an Kamera-Equipment im Prinzip, beziehungsweise das ist alles an Kamera-Equipment und Licht und bla, alles, was man für Camera-Stuff eben dabei hat, so, oder was ich dabei habe. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Requisiten. Den Großteil wird David organisieren, aber auch ich habe ein paar Requisiten, die ich organisiere. Es ist jetzt 4 Uhr. In 6 Stunden wird David hier sein. Wir werden drehen. Ich habe noch mal was zum Zwischenschalten. Und zwar habe ich mir jetzt nämlich das Skript, was ich geschrieben habe, ausgedruckt. Und ich werde mir jetzt noch ein paar Notizen machen. Wenn ich jetzt das alles checke, auch die Requisitenliste direkt checken. Und dann geht es eigentlich wirklich heute Abend direkt los. So Leute, David hat mir geschrieben, dass er jetzt schon unterwegs ist, deswegen habe ich schon angefangen, das Equipment aufzubauen. Wir machen jetzt direkt, sobald er da ist, packen wir das Fahrzeug aus, also sein Moped, und machen direkt ein paar Rolling Shots. Dazu das Gimbal, 35 mm, Vario ND Filter, einmal dran, ausbalancieren. David müsste, wie gesagt, jeden Moment ankommen. Ich vermute, David ist da oder Maverick. Wir gucken mal eben. Natürlich ist es der David Bostomann. Niklas ist auch da, lol. Nice, nice, nice. Ganze Crew schon am Start. Let's go. Es geht, Digga. Ja. Das wird, Brudi. Ja. Hallo. Nee, seid zu früh, habe ich gesagt. Echt? Wieso? Ja. Okay. Weil Joel und Niklas sind erst ab 21.30 Uhr beim anderen Spot. Wie? Ihr müsst jetzt chillen. Was deswegen? Was sollen wir denn mitnehmen? Karre raus jetzt. Wir machen erstmal ein paar Rolling Shots. Ganz hier normal. Oder was? Ja, ja, hier in der ja? City. Ja, genau. Okay, einfach mit der Karre, oder wie? Hallo! Guck, der Plan ist, wir machen jetzt Rolling Shots und Intro Shots in der City. Ja. So, dann fahren wir zum Mies van der Rohe und machen da quasi diese Laborshots. Und danach machen wir nochmal Rolling Shots in der Nacht mit dem neuen Pulli. Jetzt quasi nur mit dem schwarzen Pulli. Du musst jetzt erstmal nur den schwarzen Pulli anziehen. Okay. Ohne alles. Okay. Oh. Du hast keinen schwarzen Pulli ohne alles. Scheiße, hab ich vergessen. So, kleine Preview für euch, Leute. Ich lade nämlich das Video vor David hoch. Ist doch klar. Das
ist das gute Stück. Der knallt schon echt heftig. Fiona fährt das Auto und David, wir fahren gerade zu David nach Hause, weil er hat natürlich wieder zwei Sachen vergessen. Ja. So Leute, das Sena Expand ist an. Ich höre den David und David hört mich hoffentlich. Er fährt uns jetzt hinterher. Ja. Ja, nice. Mega. So Leute, nix das rund hier in die Ecke. Sieht ganz geil aus. Wir machen noch ein paar organisatorische Dinge. Bist du ready? Ja. Go! Nice! So Freunde, ich sitze jetzt hier im Team von David und wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Da gibt es auch noch ein bisschen mehr Action. Geil! Hier ist ein Mikroskop geholt. Nein, Alter! Von National Geographic. Hier werden jetzt gerade die Requisiten ausgepackt. Richtig geil, Alter. So, Meth und Licht. David, packst du schnell alles aus. Wir müssen noch zwei Fahrszenen kurz hier machen. Hier hinten in der Ecke, wie du ankommst und so. Müssen wir auf jeden Fall noch machen kurz. Und dann ist Joel als Erster dran, als Darsteller. Also, David, du packst jetzt alles so aus, dass das aufgebaut werden kann. Und dann gehen wir kurz weg und machen die Aufnahmen. Cool. Hier wird schön fleißig aufgebaut. Das gefällt mir sehr gut. David ist besonders stolz auf diese Chromfolie hier. Ja. Ist doch nur mal geil. Oder? Sieht auf jeden Fall basic aus. Du hast noch einen mehr, oder? Ja, ne? Hau rein. Ja, einen mehr noch. Hier. So, schon drückt. Diese mehr da vorne. Ich muss das selber rein. Ich hasse das Controller. Was heißt die Jimmy? Das passt, die Jimmy. Die Jimmy passt. Und Jimmy passt. Diese. Gute diese. So, Leute, David lernt jetzt mal jemanden auszuschalten. Kehlkopf. Aber voll geil. Nicht mal. Das hat er noch nie in seinem Leben gemacht. Was soll das? Hat es keine Kindheit gehabt oder was? Du aufgewachsen bist. Ja, in Krefeld, Digga. Da du aufgewachsen bist. Das ist so. Ja, natürlich! Hast du so ein Polster? Ja, let's go! Dann wird er hier rausgehen. Ihr seid im Hintergrund. Ich möchte gerne, dass ihr erstmal hier steht und quatscht. Und so nach 3-4 Sekunden, wenn ich Go gesagt habe, geht ihr dann quasi zum Set einfach von mir, okay? Okay. Geil, Mann. Welche habt ihr denn genommen? Habt ihr Grün? Das sind alle. Alle? Aber die vollgefüllte ist die krasseste, oder was? Hallo. Die gibt dir am meisten Power, aber da musst du schon mit den Laboranten reden. Jetzt stehe ich noch so episch gegen das Licht. Nee, es sieht nur total fettig aus. Okay, vorne starten. Das ist jetzt so. Ich will die hier nach vorne. Kannst du den Start hier haben? Ja. Und go! Und go! Sag mal, muss der wirklich fallen? Ja, ich kann. So richtig auf dem Boden. Also der muss jetzt nicht komplett sterben, so. Also das ist mehr so. Guck mal her. Der kann mich an. Guck, das ist mehr so ein. Pass mit dem Kittel auf. Ja. Genau. Also ich leg ihn ganz ab. Also mehr so ein. Der chillt so, raucht, ne? Auch mal. So, und dann die Arme. Genau so macht man das. Dann machst du so. Scheiße, Mann. Stay ready. Wie gesagt, wichtig für mich ist nur, er raucht gerade. Und die Hände kommen langsam. Weißt du, das ist mehr so ein. Das ist das. Go. Go. Perfekt. Ja, das sah nice aus. In dem Moment gedacht, so Bruder, meine Lust ist weg. Cool. Nochmal? Nochmal. Ja, mega. Das, das sah wirklich gut aus. War anders. Aber Joel verreckt nicht so schnell. Wir machen gleich noch eine Szene, wo er ein bisschen strugglen muss. Okay. Wenn
willst. Joel muss jetzt strugglen. Ich hab die Schulter. Danke. Du musst einfach nur halten, okay? Joel, strugglen ist viel. Ja. Versuch ja auch nochmal diese Boxen. Ja, schlag den ruhig, schlag dem ruhig richtig in die Fresse. Das muss real aussehen. Also richtig, danke. Lass mal los. Raus. Okay. Ja, warte, die Kette muss ich auch noch. Mega. Genau so funktioniert das. Junge, richtige Experten, Alter. Was mit der Rechnung? Diese Spannung hier. Das war perfekt. Ist das perfekt? Alright, bitte. David? Und? Will. Genau. Stell dir vor, David, du wüsstest nicht, dass der da steht. Ich hab noch einen Jacken. So, jetzt. Jetzt brauchen wir so ein bisschen Teamwork. Ja. Ja, alleine. Gut. Geh an dein Handy. Also, ich will nicht sagen, ich hab's gesagt. Das hier muss jetzt auch ins BTS. Oder ich hab auch sowas. Soll ich jetzt Niklas hat einfach sehen, so einen ganzen Transport voll mit. Ein Sachen. Gut vorbereitet. Und bitte. Fahrstuhl zurückgehen. Handy zücken. Das Ding angucken. Jetzt kommen nämlich Laserstrahlen und am Handy jetzt rumspielen. Ich gehe ein bisschen näher. Du sollst von Laserstrahlen kommen. Doch. Müssen, glaube ich, noch gar nicht. Nee, ja. Sie sind weg und du gehst durch. Ach, du machst da Laserstrahlen rein. Ja. Das Tor, ah. Ja, ja, wie aufwendig ist das denn? Bitte. Also, sieht man mich? Ah. Ah, das macht nur die. War, oder? Ja, ist so. Das ist aber meine Hand hier. Fang nicht an. Perfekt. Ecken. Handy. Und reingehen. That's why I like them. Dann, ich weiß nicht, ich habe die richtig schlimm gefurzt. Und Laser aus. David hier drüber. Perfekt, okay. So, jetzt machen wir alle Laser einzeln. Sehr schön. 4, 2, 1. Wollt ihr einen neuen Mesh sehen, ne? Das genauso erinnert mich, neugierig. Ja, David, das erinnert mich an Glow in the Dark, Alter. Jetzt geht er nicht schlafen, der Penner. Hörst du das? Schön überbelichtet, die Fresse. Hörst du das? Das klingt nach neuem Merch, oder? Hallo, tu das Ding. Ich riech den sogar, ich riech den sogar. David, zeig uns den Hoodie, zeig uns den Hoodie. Das riecht doch ganz schön neongrün. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Atom. Manchmal reibe ich mich das. Was hat er gezeigt? Niklas ist der Beste. Niklas ist sowieso scheiße. Niklas, du bist Ingredients, Witcher Green, 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 Greener. Some of them might cause some changes in the people. Oh, in the hoodies. Oh, in the hoodies. In the hoodies. What really happens is a secret. Secret. Mach so. Und dann. Yeah. Okay, und ich versuch. Wir versuchen eine Transition, okay? Was für eine? Das ist in die Kamera. Ein Sush. Geschäftsgeheimnis. Geschäftsgeheimnis, hast du verstanden?
Soll ich ein bisschen leerer machen? Ja, ein bisschen wütend. Also wir üben es einmal und du schlägst raus, ohne dass du berührst, okay? Ja, okay. Nur Timing. Also erstmal oben Hand und go. Komm mal, kack nochmal. Gut, dass er das übt. Go. Okay, nochmal. Go. Da sieht man meinen Body wirklich nicht. Ach so, doch, den sieht man. Mann, ich hab doch gesagt, du sollst ein T-Shirt anziehen. David. Gefunden auf Otto.de. 3. Warte, das ist meine Maske. Wo ist die? Go, go, go. Boom, boom. Boom. Oh, der war so gut. Wenn wir den jetzt so hinkriegen. Nochmal, ja, mach nochmal testen, Das ist krass lecker, ne? Oh, übertrieben. Oh Mann, genau den Shot habe ich jetzt nicht drauf. Digga, und Laptop. Ja, und Laptop. Echt? Bisschen, nicht schön. Ja. Das kommt auf die Rechnung. So, eins. Weg mit dem Dreck. Eins. Perfekt. Ja? Go. One bang. Boah, ja, der war perfekt, der war richtig gut. Alright. Alter, krass. Das war für mich. Da kommt der Drip drauf, ja? Das geht auf Hook jetzt. Nice. Perfekt, ich hab ihn. Was soll ich sagen, Mann? Es ist einfach nur wie immer. Ich werde hier einfach nur ausgenutzt. Mir wird hier gesagt, wir drehen bis 1. Wie spät ist es jetzt schon? 5. Ja, ich beweise es euch. So. Nee. Ich glaube nicht viel krasser in der Kamera. Nice. Und bitte. Danke. Achtung, bleib runter. Du hast mich nicht bedeckt. So Leute, das war jetzt der erste Teil von diesem Video. Das war der erste Drehtag und der zweite Drehtag kommt dann noch. Ich würde sagen morgen oder übermorgen. Ich versuche so schnell wie möglich zu editen, um das hochzuladen. Aktuell muss ich aber noch das richtige Video nochmal kurz korrigieren. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit und das ziehe ich auf jeden Fall vor. Deswegen habt ihr jetzt parallel zum Upload des Videos den ersten Drehtag schon mal als Behind the Scenes. Der zweite Drehtag kommt noch. Versprochen Leute, so schnell wie möglich. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Wenn euch dieses Video bisher jetzt schon gefallen hat, lasst einen Daumen da. Würde mich mega freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Gerne könnt ihr den Kanal, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde mich einfach über jeden Support freuen. Und benutzt auch sehr, sehr gerne die Kommentarfunktion. Lasst eure Gedanken da. Ansonsten euer Mangu. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.